Ja Mann, langes Wochenende, Angel mit Abo Spezial diesmal. Ja, mal was Neues, bin ich an der Good Old Brass mit Dennis. Nee, heute bin ich mal in Thüringen unterwegs mit dem Dreamer und Ness an der Bleilochtalsperre. Ja, was ganz Neues, ich bin echt gespannt. Wir freuen uns alle schon tierisch. Wir sind heute so gegen 3:30 angekommen, haben unsere Karten geholt. Dann war es erstmal ein bisschen ein Kampf. Einen Platz zu finden, ist immer in Vaterdach. Kein Wunder, dass da viel los ist. Jo, aber jetzt haben wir einen Platz gefunden. Ihr kriegt dann natürlich einen Überblick. Und jetzt heißt es erstmal fertig aufbauen. Ich mache mir dann gleich mal einen Kopf, mit was ich angel. Ich denke, das Wochenende, klar, Karpfen werde ich mal probieren. Wird aber schwierig, weil es echt ein Riesengewässer, seht ihr dann. Ja, mehr Raubfisch. Alles offen, bis auf Zander. Jetzt mit meiner ersten Boilie-Montage den guten Sweet Corn Boilie drauf von Black Label. Den fand ich letztes Jahr schon sehr geil, will ich hier mal ausprobieren. Meine ist ein bisschen Glücksangeln, Riesengewässer. Ich will auch keine Tonnen hier anfüttern oder so. Einfach auf gut Glück raus. Mal schauen, was geht. Geil geschlafen. Ich glaube, uns ging es allen so.
Mehr oder weniger. Ja, jetzt ist gerade Frühstücken angesagt. Auf dem Wasser ist Sport angesagt. Rudertruppe. Mein weiterer Plan ist auf jeden Fall erstmal dann auf Futterkorb umzurüsten. Schön Futter anrühren, jede Menge dabei. Das Zeug muss weg, nur Ballast. Super geil geschlafen wie immer. Die Nacht ging mal gar nichts. Gut, bei mir hat ein kleines Bärchen gebissen auf einen Riesenhaken, also dass der da überhaupt drauf gepasst hat, ein Wunder. Jo, die anderen zwei Kollegen sind jetzt los, die besorgen nochmal Würmer, weil die gehen hier weg wie Sau. Die ganzen Praxen halt, Wahnsinn, ist unglaublich. Aber macht Spaß, bin auch ein paar Bärchen gegangen. Heute versuche ich es in der Dämmerung weiter mit Dropshot mal einen größeren Barsch zu kriegen, bisher beißen nur die kleinen. Ja, weil er diese Nacht eben auch ruhig geblieben. Ness hatte gestern noch einen kleinen Karpfen. Ist auch mal cool. Wieder was anderes gebissen. Also bisher das Gewässer, ich muss sagen, seitdem ich meinen Platz gewechselt habe, ich bin nach links gezogen, geht da einiges mehr. Weiß nicht, was an der ersten Stelle so anders ist an dem Gewässer. Kann es mir nicht wirklich erklären. Ich habe nur gemerkt, dass da teilweise mehr Kraut ist. Vielleicht ist das der Grund. Ja. Wetter ist gerade Bombe, also heute wird es glaube ich richtig übel mit der Sonne, morgen soll es noch wärmer werden. Jetzt schon leichten Sonnenbrand. Ja, aber geil, cooles Wochenende bisher, kann mich nie beschweren.
Sonntag. Wir packen gerade gemütlich zusammen. Aber kein Stress. Der Stress kommt nachher, wenn wir wieder fünfmal zum Auto rennen müssen. Ja, war ein cooles Wochenende. Schwieriges Gewässer, weil so groß. Aber das Schöne ist, man kann halt die 28 Kilometer abfischen. Also ich denke, es lohnt sich, doch mal daher zu kommen, mal verschiedene Plätze auszuprobieren. Sonst war es cool, man. Der schöne Barschwimm-Dreamer, Waller, Zander auf Spinnfischen und Futterkorb, Praxen ohne Ende. Also Action war da. War ein cooles Wochenende und das Wetter ist die Bombe. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Euer Abio.